Herzlich willkommen zurück bei Titan Quest Immortal Throne. Wieder mal mit unserem Spezialgast, der sich allerdings gerade was zu essen holt und deswegen noch nicht bei der Moderation mit dabei sein kann. Aber gleich ist er dann wieder mit dabei. Und wir laufen zusammen auf Richtung Typhon. Was wir eventuell sogar schon in dieser Aufnahmesession schaffen werden. Mal gucken. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall erstmal schon mal wieder auf die ganzen Dragoner, gegen die wir gleich noch kämpfen müssen. Und das sind ja bekanntlich sehr, sehr tolle Gegner. Oh, oh, lauf, 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 lauf. Jo, ich bin einfach One-Hit, nice. Das war wieder sehr fair. Vielleicht kannst du mir helfen. Vielleicht, mal gucken. Oder waren hier doch keine Dragoner und doch nur Tigermenschen? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ach doch. Da sind sie. Jo, und der hat ein Reflexionsschild. Na, ganz großes Kino. Mein Gott, das sind aber auch viele Bogenschützen da unten. Alter, ich bin so oft One-Hit, ey, das ist ja mal richtig nervig. Unter 300 wird wohl doch nicht. Da ist er ja wieder, der Spezialgast. Richtig, richtig. Na, was haben wir uns Schönes zu essen geholt? Nudeln mit Tomaten. Oh, das ist ja lecker. Ja. Ja. Das ist es, das ist es. Aus der Dose oder selber gekocht? Selber gekocht. Das ist natürlich noch leckerer. Ich hab ein Leck, hallo.
Alter, wie viel so ein einzelner Magier einfach schon aushält, das ist der Hammer. Ja. Aber manche Monster sind hier easy zu kleppen und manche Monster halten komplett alles aus. Ist immer ganz unterschiedlich. Bam, die Geister werden aber zerknallt. Let's go. Ich weiß ja nicht, wie lange hast denn du vor zu bleiben? Also ich bleib auf jeden Fall noch eine Weile, wach ja. Ja, ich meinte jetzt auch, also quasi dranbleiben. Egal, Open End. Bist du sagst, du haust ab. Weil sonst hätte ich ja eventuell noch eine kleine Runde Spellforce gespielt. Was? Noch eine Runde Spellforce, da hat wohl jemand Bock. Ja, 20 Minuten ging die ja nur. Das war mir ein bisschen zu wenig. Ich habe irgendwie noch Bock auf Spellforce, muss ich sagen. Können wir gerne machen. Können wir dann nach der Aufnahme machen. Ich meine, ich nehme jetzt für ungefähr eine Stunde oder anderthalb Stunden auf. Ah, wahrscheinlich eher eine eigene Stunde nur. Und dann ist eigentlich trotzdem noch ziemlich viel Zeit. Weil dann so am Sonntag, wenn man nicht um Ukasee fährt, dann ist da immer noch relativ viel dran. Fällt mir gerade mal so auf, nicht wahr? Ja. Alter, bin ich schnell down. Alter, fuck, ey, das ist doch einfach ein Witz, wie krass man hier aufs Maul kriegt. Deren Angriffsgeschwindigkeit ist halt auch das größte Problem. Die können so schnell angreifen, da kann man nicht mehr ausweichen. Und Reflexionsschilde sind da sowieso die beste Erfindung in Titan Quest. Wenn man sie selbst nutzt, ja. Es gibt nichts Schöneres, als einen Streuschusspfeil in Monster reinzuballern, der sich über die ganze Gruppe verteilt, dann wahrscheinlich 10.000 Damage oder so macht, wenn man es auf alle Monster ausrechnet, und diese 10.000 Damage dann selber in die Fresse geworfen zu bekommen. Ach ja, das ist einfach herrlich. Die eigene Medizin schmeckt bekanntlich immer am besten. Weg. Alles klar.
Darf ich nicht mehr an mich rankommen lassen, die Viecher. Muss ich sofort killen. So, bin wieder da. Nice. Eigentlich könnte ich ja mal kurz den Greenscreen abbauen. Den brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Das kannst du natürlich machen, wenn er dich stört. Er ist genau zwischen mir und meinem Mülleimer, sagen wir so. Beweg dich schneller, du Vollidiot. Ach du Scheiße. Jo, das ist der Instant Death. Das sind 10 Milliarden Magier schon wieder. Ich glaube auch wirklich, die Spurenleser-Rüstung ist die stärkste Bogenschützrüstung, die man haben kann. Ich glaube, besser wird's nicht. So, dann wäre die nicht. Ja, Reflektionsschilder, die mich one-hitten. Yeah! Liebt man doch. Locker von meinen 240 Toten oder so. Sind wahrscheinlich 80 bis 90 sind dadurch. Und nochmal 50 sind nur durch diese Elektrokugeln, die blauen Magier von den Dragonen schießen. Das ist ja wirklich wunderprima. Was ist denn eigentlich mit deinem Hobliten? Hast du den überhaupt weitergemacht? Den hast du auch schon seit einem Jahr oder so nicht mehr weitergemacht, kann das sein? Ah, ein Jahr ist es jetzt, glaube ich, nicht, ja, aber es ist schon ein Weilchen her, ja. Hast du vor, den auch nochmal irgendwann weiterzumachen oder ist die Serie da zu Ende nach Typhon? Werde ich schon noch weitermachen. Der ist mir bis gerade eben völlig entglitten. Den habe ich ja total vergessen.